So, hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Part von Pokémon Bloody Platin. Ich sehe gerade, dass Hanako bei der Mutter ist und die Turbo-Treter gekriegt hat. Juhu! Das ist dieses Together, was sie geplant haben. Das ist mein erster Part, also Part 2. Den ersten Part könnt ihr bei ihr sehen. Link von ihrem Kanal steht in der Beschreibung. Steht auch in meiner Subbox drinne. Okay, mal schauen, wie heißen. Okay. Ich denke mal, das soll eine Fusion aus unserem Namen sein. Krak, Zanak, Ko, Krak. Ja. Nehme ich mal an. Okay. Fiona hat sie jetzt schon Text im Buch gestellt? Ja, hat sie. Finde ich sehr gut. Was haben wir denn für Pokémon? Ein Plinfa Level 6. Okay. Was hat es denn hier? Was für ein Wesen? Forsch. Was ist das denn? Forsch. Das ist Forsch. Keine Ahnung. Ich nehme mal an, sie hat hier schon mit allen Leuten gesprochen. Ich weiß es nicht. Ach, sie war noch nicht beim See. Okay. Bist du langsam, Greyco? Ich bin die Warterei Light. Ich versuche Professor Eibe Wert. Ich suche Professor Eibe. Besuche. Ich kann nicht lesen. Ich lasse es am besten. Vielleicht mache ich später nochmal mal ein Lesen, aber. Ich denke mal. Naja. Ach ja, genau. Wir müssen jetzt nämlich zum See von irgendwo. Genau, den See der Wahrheit. Plinfa finde ich gut, dass sie Plinfa genommen hat, weil immer, wo ich auch Platin gespielt habe, habe ich auch mal Plinfa genommen. Da ich Plinfa auch am besten finde. Einfach schade, dass sie keinen Spitznamen gegeben hat. Aber das ist auch nicht so schlimm. So. Das ist der Typ von Team Galactic, von dem der Sprite geändert worden ist. Der ist im normalen Spiel. Der Sprite vom 8. Arena-Leiter im normalen Spiel. Ich habe Bloody Platin natürlich schon mal gezockt. Ich kenne es auch schon etwas. Sprites und bliblablub und sowas. Genau, und wir hören jetzt ein legendäres Pokémon, nämlich Tobutz ist das, glaube ich, was hier am See ist. Ja, ich habe das gehört. Ein Schrei eines legendären Pokémon. Wir fangen es. Ausrufezeichen. Keine Pokébälle? Scheiße. Ja, wir haben keine Pokébälle. Noch keine bekommen. Ganz schön arm, ne? So. Wir wollen jetzt nämlich, glaube ich, zum Professor gehen, aber vorher gab es kein. Ne, hier gab es kein Pokéball. Schade. Naja, egal. So. Gehen wir einfach mal Richtung. Wie heißt die Stadt nochmal? Ich habe keine Ahnung. Ich rede einfach immer mit jemandem, welches Spiel spiele. Ich denke mal, wir wollen das zu 100% machen oder so. Ich weiß es ja nicht, was sie vorhat. Ich habe vor, in meinem Part mit jedem zu reden. Und ich weiß, dass hier irgendwo ein verstecktes Item ist. Genau hier ein Mini-Pilz. Bringt zwar nicht viel, aber man hat ihn auf jeden Fall. Okay. Hier unten ist noch eine Frau, genau eine Frau. Ja, wenn ich schon, also einfach so, wenn ich tot zu Hause ankomme, ist es gut, wenn meine Mutter mich heilt. Ach genau, hier gibt's ja. Stimmt, ich bin ja recht das normale Platin, ne? Für andere Pokémon fällt mir gerade auch ein. Aber beim Speed werde ich mal so ein bisschen halt den Speed etwas hoch machen. Bei den Desmumi, mit den Spieler Sanako. Also im Kampf werde ich mal ein bisschen so Tab drücken, dann speedet der so ein bisschen. Aber ich denke, ich werde eben Plinfa ein bisschen trainieren. Auf Level 7. Damit wir schon mal besser dran sind. Sag ich's mal so. Weil ich kann mein erstes Pokémon auch schon bald fangen, aber lange dauert es nicht mehr. Und wir sehen, wie sie auch deinen neuen Sprite bekommen. Also man kann jeden Sprite hier finden. Jedes Pokémon hat ja normalerweise zwei Sprites. Und davon kann man auch jedes finden. Jedes Pokémon hat zwei Sprites im Spiel und man kann die auch so wild finden. Außerdem entwickeln sich die Pokémon auch anders.
nämlich alle Pokémon, die sich normalerweise durch Tausch entwickeln, entwickeln sich jetzt so durch einen ganz normalen Level-Up oder halt durch irgendeinen Stein oder bliblablub. Auf jeden Fall nicht mehr durch Tausch, das heißt, man kann hier alle Pokémon im regulären Spielverlauf fangen, außer Arceus, glaube ich. Aber sonst, glaube ich, alle. Genau, und das war jetzt gerade unser Rivale und ich habe jetzt gleich geschaut, wie der heißt. Mist. So, das ist jetzt der Professor, Professor Eibe, der hier aber im Spiel aussieht wie Professor Eich. Aber naja, Spitzname. Das überlasse ich dann mal. Ja, doch. Mein Vater ist gerade ganz kurz reingekommen. Ich habe aber nicht gecuttet. Nur gesehen, dass ich aufnehme und dann ist er weggegangen. Finde ich gut. Hoffentlich stört er mich nicht. So, kriegen wir denn jetzt eigentlich auch schon den Pokédex? Ich hoffe mal. Weil dann müssen wir bald nicht mehr so hier Text labern und so. Ja, ich möchte Daten sammeln. Ich bin geil darauf, Daten zu sammeln. Juhu, Daten sammeln for the win. Da Daten sammeln, hier Daten sammeln, immer Daten sammeln. Sammel überall da Daten, wo du bist. Und dann hast du ganz schön viele Daten und so, ja. Keine Ahnung. Immer Daten sammeln am besten. Haben wir auch sonst nichts zu tun. Rosiert ein Panflammen. Ist mir aber eigentlich auch egal. So, hier gibt es nichts. Oh, die sieht ja cool aus. Schöne Brille. Ach, das ist der Vater von Lucia, genau, der arbeitet ja auch im Labor. So, aber jetzt, genau, jetzt werden wir nochmal von Lucia angesprochen. Ach, genau, ich wundere mich, dass wir ein Junge sind. Stimmt. Fällt mir jetzt auch erst auf, weil ich sonst eigentlich immer einen Jungen spiele. Ich dachte, sie nimmt ein Mädchen. Wundert mich gerade auch etwas. Aber, naja, muss sie ja wissen, also. Ich habe nichts dagegen, ein Junge zu sein. So, wir haben die TM-Rückkehr erhalten, die stärker wird, wenn ein Pokémon dich mag. So. Mir nach, genau, die macht jetzt eine Stadtrumführung. Das Gebäude mit dem roten Dach ist ein Pokémon-Center. Hier kannst du deine Pokémon heilen, wenn sie tot sind und nicht mehr laufen können von selbst, also selbstständig. Blaue Haus, mit dem blauen Dach ist das Center oder der Markt, keine Ahnung. Hier kannst du Sachen einkaufen, wie zum Beispiel Tränke oder Pokébälle. Juhu! So, gehe ich mal ins Pokémon Center. Und rede einfach mal mit den Leuten hier. Nach oben werde ich nicht gehen, nach unten auch nicht. Weil das einfach nur unnötig ist. Ja, ich denke mal, mein Teammitglied, was ich haben wollte, werde ich nicht in den Park kriegen. Aber naja, was soll's. Dann im nächsten Mal, wenn ich spiele. Bei Sanako weiß ja nicht, was ich ins Team nehmen will. Wir sagen ja, jeder drei Pokémon. So, gehe ich jetzt erstmal die Stadt erkunden. Okay, Pokémon werden stärker, wenn sie kämpfen, bla bla bla. Wenn ich kämpfen würde, würde ich auch stärker werden. Hoffen wir es mal. Es gibt ja manche Menschen, die sind schon stark genug, die können nicht stärker werden. Nein, Spaß, auf weiß ich etwas. Der verliebt. So, alter Opa, wer bist du denn? Ich bin ein alter Opa und sitze hier. Und ja, ich kann mich halt nicht mehr bewegen, weil ich so alt bin. Und deswegen habe ich meine Tochter losgeschickt, um mir einen Liter Milch zu kaufen. Weil mein Kaffee ist leer und so, ja. Und ich brauche ja ganz viel Kaffee.
und schlafe ich da immer ein und so. Nee. So, hier am Strand gibt es ein Gegengift, glaube ich. Genau, ein Gegengift. Und ich meine noch ein verstecktes Item irgendwo. Das weiß ich jetzt nicht wo. Hier, am Stein. Ach, keine Ahnung. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der Itemradar hier aussieht, aber wenn, dann werde ich vielleicht später nochmal hier mit dem Itemradar zurückkommen. So, auf jeden Fall müssen wir nochmal zurückgehen und mit unserer Mutter sprechen. Das habe ich vergessen. Schade. Nebenbei werde ich durchs Gras gehen und etwas Plinfahrt trainieren. So, ein Visor finde ich gut. Vielleicht Plinfahrt mal Blubber oder so verlernt, aber es bringt eigentlich auch nichts, weil Blubber nur 20 zieht. Hoffentlich erlernst du gleich Aquaknappe. Kein Brüller, bitte. Komm schon. Komm schon. Och, sowas finde ich unnötig. Fast tot und dann noch Brüller, ey. Zickzack. Zickzack ist cool. Oh, Heuler. Oh. What? Das darf Sanako nicht sehen. Das darf sie nicht sehen. Das ist ganz schlecht. Das war ganz schlecht. Also, das war nicht ich, falls du das jetzt siehst. Das warst du. Genau, das warst du. Nee, jetzt mal ehrlich, das war ich nicht. Das kommt nur wegen dem scheiß Okano. Egal, noch mehr Training, noch mehr Gras, noch mehr Pokémon. Ha, noch mehr Pokémon, sehr viele Pokémon. So, Zickzack, jetzt fahre ich zu zweit. Warum ist das Viech überhaupt schneller als ich? Vielleicht mache ich mehr Damage, das ist gut. Aber ich glaube, ich werde Plinfahrt noch gleich kurz etwas off-screen trainieren. Genau, off-screen, nicht offline. Und dann werde ich links am See, da kann man den Gras nämlich die Starter-Pokémon finden und da kann man auch recht gut trainieren. Die geben eigentlich recht viel EP. Werde ich euch gleich mal kurz zeigen. Dann werde ich dort, glaube ich, auch den Part beenden. Obwohl, nee, dann laufe ich eben nach St. Geme zurück, damit Sanako weiß, was sie machen muss. Lalala, dann werde ich eben da. Machen wir mal das Level 10 oder so. Damit sie denkt. Barry. Okay, mit Doppel-R seit wann das denn? Barry. Kommt das nicht von Gary und dann wird das auch mit einem R geschrieben, oder? Ich weiß schon, Barry ist, glaube ich, der normale Typ, der normale Rival, ich glaube, so heißt der Typ, nämlich in der Serie. Aber Barry, ich hätte es mit einem R geschrieben, also ich weiß ja nicht. Egal. Unser Rival heißt jetzt Barry. Barry, genau so. Okay, ich zeige euch das jetzt nochmal mit dem Starter-Pokémon. Und mein Telefon klingelt, juhu, aber ich gehe nicht ran, ich höre es nämlich nicht. Kann man das, dass das Telefon immer lauter wird? So, hier kann man nämlich die Starter-Pokémon fangen. Wenn sie denn mal erscheinen würde. Hallo, hallo, Starter-Pokémon. Ein bisschen abspeeden, auch wenn es dann etwas laggt. So. Genau, wir haben ein Flammy. Und hier werde ich jetzt den Gaskopf trainieren. Bis Level 10, wir sind dann gleich wieder. Bis dann. Okay, ich bin jetzt Level 9. Reicht eigentlich auch. So. Nee, ich habe keine Lust mehr. Obwohl, was heißt keine Lust? Ich habe jetzt eben eine Minute vielleicht. Zwei wilde Pokémon besiegen. Und du hast schon zwei Level-Ups oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall dauert es nicht lange. So, ich werde jetzt eben zurück nach St. Geme stolzieren. Und die mal noch ein paar wilde Pokémon besiegen. Und dann werde ich an Sanako übergeben. So, jetzt renn, ich habe noch eine halbe Minute Zeit. Oh, ein Vulpix. Ich glaube, ich würde mehr ziehen als ein Blut. Ach egal, ich bin jetzt einfach hier die Aufnahme. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.